Hallo aus der Kunstkammer, wieder mal mit einem Fast-Lockdown-Video. Ja, es tut mir sehr leid, wir sind nicht im richtigen Lockdown, aber die Corona-Lage ist einfach so brisant, dass wir für unsere Kurse beschlossen haben, das Ganze erstmal online weiterzuführen. Deswegen jetzt für alle die, die den Kurs nicht mehr weitermachen können, das Video von unserem letzten Acrylmodul. Für alle die, die im Kurs dabei sind und angemeldet sind, die kriegen die Dateien extra nochmal per WhatsApp oder per E-Mail zugeschickt. Dann könnt ihr das alles nochmal nachlesen. Ihr könnt natürlich auch Fragen stellen, wenn irgendwas unklar ist. Wir malen heute dieses Bild. Dazu machen wir Applikationen aus verschiedenen Materialien. Wir brauchen dazu entsprechende Materialien, entweder Seidenpapier, kleines Stück, es gehen aber auch Servietten oder Tempotaschentücher oder Toilettenpapier, obwohl man gerade Toilettenpapier in der aktuellen Zeit natürlich überhaupt nicht verschwenden darf. Wir brauchen weiterhin verschiedene Stoffe, entweder so ein, na, jedenfalls so ein Stoff. Ich habe das aus dem Supermarkt, aus den Verpackungen, Kartoffelsäcken, was immer mal. Einfach mal ein bisschen sammeln. Dann habe ich auch noch ein bisschen Karton, Packpapier. Das muss aber nicht sein. Aber das seht ihr dann ja alles, was ich benutze. Wir brauchen eventuell einen ganz normalen Bastelkleber und Acrylfarben. Blau, weiß, gelb, braun, dunkelbraun, hellbraun, die üblichen Farben. Genau, dann legen wir mal los. Also dieser Stoff heißt Rattan, gibt es wirklich im Supermarkt, gibt es in gut sortierten Bastelläden so fertig zu kaufen. Aber man kann auch immer mal, wenn man Gemüse, Obst, irgendwas kauft, sich die Netze aufheben. Da kann man sehr viele tolle Sachen draus machen. Geschenkpapier, alles mögliche. Und was wir auch noch unbedingt brauchen, Gummihandschuhe, das wäre dann eine schöne Sauerei, ein bisschen macht Spaß. In unserem Mädchen am Strand sind jetzt hier verschiedene Materialien eingearbeitet. Hier am Hut sieht man, dass die Hutkrempe ist aus Stoff, das Oberteil vom Hut ist aus Papier und das Kleid aus Seidenpapier. Ich habe jetzt hier erstmal die Vorzeichnung gemacht und fange jetzt an mit dem Himmel in einem hellen Blau. Ungefähr so auf Brusthöhe ist dann die Horizontlinie, das Meer wird etwas dunkler und je nachdem, wie viel Grautöne ich da rein tue, desto trüber wird dann das Bild oder eben kräftige Blautöne, dann ist es ein schöner Sonnenschein. Da muss man einfach schauen, was für Stimmung ich gerne möchte in dem Bild. Beim Sandstrand ist es das Gleiche, ich mische Ocker mit ein bisschen Weiß. Und je nachdem, wie viel dunkles Braun ich dabei habe, desto dunkler wird dann der Sand und je gelber, desto freundlicher wirkt er. Mit dem Schwamm tupfe ich jetzt die Wolken dazu. Oben weiß, unterhalb von den Wolken ein bisschen gelb, da scheinen dann so die Sonnenstrahlen durch. Das kann man mit dem Schwamm sehr schön machen. Richtig schön gelbe Sonnenstrahlen kommen da durch. Meistens die Wolken sind oben weiß bis grau, wenn es Regenwolken sind, und unten sind die dann so ein bisschen gelblicher. Dann kriegen die schöne Form. Und im Sand auch, da male ich jetzt ein bisschen weiße Flecken rein mit Blau. Das heißt, da bilden sich so Wasserpfützen. Das Weiß ist auch so ein bisschen der Schaum vom Meer, das ist ein bisschen aufgewühlt. Unten an den Füßen, das sind auch noch mal dunkle Flecken. Das ist zum einen der Schatten von der Figur selber, aber auch Fußabdrücke können das sein. Dass einfach das Gelb nicht so, das Gelbbraun vom Sand nicht so flächig wirkt, sondern dass man da so ein bisschen Struktur und Tiefe reinbekommt.
Und jetzt die Meereswellen. Also dann nehme ich mit einem feineren Pinsel reines Weiß und tüpfel da so ein bisschen. Das ist dann der Schaum an den, die Schaumkronen an den Wellen. Die sind in der Ferne eigentlich ein bisschen kleiner. Ich habe sie hier ein bisschen dicker gemacht, aber das mache ich später nochmal mit Blau. Wir müssen da sowieso noch mehrmals mit Farbe drüber gehen. Also kann ich das jetzt schon mal so lassen und übermale ich dann nochmal, dass da ein bisschen mehr Perspektive reinkommt. Weil alles, was weiter entfernt ist, sieht man ja kleiner. Das ist auch bei den Wellen so. Die Farbe von dem Sandstrand ist jetzt inzwischen getrocknet. Jetzt male ich hier nochmal die dunklen Stellen nach, die Schatten bzw. dunklen Stellen von den Fußabdrücken oder nasse Flecken im Sand. Da am Kleid haben wir auch noch ein bisschen Schatten. Dann können wir überall da noch ein bisschen Schatten hin, wo der Sand eben uneben ist, wo nasser Sand ist, der ist natürlich um einiges dunkler. Das kann man dunkel malen. Gut, das war zu viel. Das kann man wieder wegmachen. Jetzt kommen dann die Beine und die Arme in Hautfarbe dazu. Da muss man einfach ein bisschen mischen. Also es gibt spezielle rosa Hautfarben. Das ist mir jetzt ein bisschen zu blass, zu rosa geworden. Ich mische in das Hautfarben blass rosa ein bisschen Ocker mit rein. Dass es nicht ganz so käsig wird. Man kann es auch dunkler machen, je nachdem wie braun gebrannt die einfach sein soll. Da muss man wirklich die Farben mischen. Bei den Haaren habe ich jetzt auch gemischt, Ocker mit einem klitzekleinen Klacks Purpurrot, damit die richtig schön kräftig rote Haare hat. Ist Geschmackssache, kann man natürlich auch braune Haare machen, blond, schwarz, wie auch immer. Und jetzt geht's ans Kleid. Ich habe jetzt aus dem Seidenpapier kleine Stücke ausgeschnitten, also ein Viereck für das Oberteil, bisschen größer, damit man da schöne Falten reinmodellieren kann. Ich habe was ausgeschnitten für den Hut, auch hier aus dem Jutestoff, die Hutkrempe, aus dem oberen Teil vom Hut aus Packpapier. Und jetzt mache ich erstmal ein bisschen Farbe auf das Kleid. Da wird dann das Seidenpapier festgeklebt. Seidenpapier, Serviette, aus was wir es ausgeschnitten haben. So, und dann nehme ich jetzt erstmal das kleine Viereck und klebe es da so rein in das Oberteil. Das ist also so dünn, das bleibt allein durch die Acrylfarbe kleben. Kann noch ein bisschen Farbe drüber malen. Dann habe ich ein Stück ausgeschnitten, das so ein bisschen ausgestellt ist für den Rock des Kleides. Je mehr Papier ich habe, desto mehr Falten kommen da rein, desto mehr kann man da rein modellieren. Genau.
man schon, das ist jetzt richtig, richtig schöne Struktur drin. Ich gehe mit der Farbe nochmal drüber. Es ist mir jetzt ein bisschen zu kräftig rot geworden. Ich mache das dann noch einmal eine Schicht mit hellerem Rosa drüber. Aber ein bisschen kräftige Farbe darf sie schon haben, finde ich. Bei dem trüben Novemberwetter braucht man ein bisschen mehr Farbe, habe ich schon gemerkt. Und einfach nochmal mit Farbe auffüllen, die restlichen weißen Flecken. Man kann da, solange das noch nicht trocken ist, kann man das noch ein bisschen reinmodellieren, wie man die Falten des Kleides haben möchte. Beim Hut habe ich jetzt ein bisschen kräftiger Materialien. Da mache ich jetzt erstmal Bastelkleber auf die Krempe und auf den kompletten Hut, dass ich das mit Kleber festmachen kann, sicherheitshalber, dass es auch wirklich hält. Also ich habe jetzt das Oberteil vom Hut ausgeschnitten, die Hutkrempe aus dem Stoff. Das Oberteil ist aus Packpapier. Man kann alles aus Jutestoff machen, man könnte auch alles aus einem Packpapier machen, was euch da einfach gefällt oder was ihr gerade an Materialien da habt. So, jetzt ist es mehr getrocknet, jetzt mache ich da wieder weiter. Oben habe ich immer die weißen Schaumkronen, unterhalb ist es dann ein bisschen dunkler, da mache ich mit dunklerem Blau, das ist dann praktisch so ein Schatten, der dann, die Wellen kommen dann immer ein bisschen dunkler und dann kriegen die Wellen so ein bisschen Struktur. Ich könnte die Wellen eigentlich auch spachteln, dass ich auf eine kleine Spachtel gleich zwei Farben drauf tue, weiß und dunkelblau. Und dann kriegt es auch eine schöne Struktur. Jetzt kommt noch mal eine Schicht Hautfarbe auf Arme und Beine. Da habe ich jetzt nur eine ganz dünne Schicht gemacht, da kann man auch öfter drüber gehen. Und die Haare bekommen jetzt erstmal ein paar Glanzpunkte mit Weiß, so ein paar Lichtreflexe. Das wird eine wilde Lockenmähne jetzt hier bei meinem Mädchen. Den Hut mache ich jetzt noch ein bisschen mit Ocker und oben am Hut kommt ein bisschen Weiß, da ist auch ein Lichtreflex. Unten an der Hutkrempe mit dunklem Braun ein Schatten. Und diesen Hutschatten, den habe ich direkt jetzt auf den Stoff gemalt. Dann kommt noch ein rotes Band, könnte man kleben. Ich hatte jetzt da gerade keinen roten Stoff da. Ich male das jetzt auf den Jutestoff, male ich einfach das Rot. Was auch nochmal witzig ausschaut, wenn man das klebt und dann die Enden von dem Band weghängen lässt. Das sieht sehr pfiffig aus dann. Ja, das Kleid ist mir ein bisschen zu kräftig rot geworden. Dann haben wir zu viel Rot. Ich mache jetzt da noch mit einem zarteren Rosa ein bisschen drüber. Aber nicht so flächig. Dann hat man so den Eindruck, als würden da so verschiedene, als wäre der Stoff einfach so, dass verschiedene Farbtöne da durchschimmern. Für die Feinheiten habe ich jetzt noch einen feineren Pinsel. Jetzt hier am Kleid die Ränder.
die ganze Figur umrande ich jetzt mit einem ganz feinen Pinsel mit Weiß. Das heißt, die steht da im Gegenlicht und dann hat man so dieses Gegenlichtleuchten, was da so über die Konturen strahlt. Am Hut, an den Armen, an der kompletten Figur. Die steht da richtig im Gegenlicht und da kann man die Ränder mit Weiß ummalen. Die Haare bekommen jetzt noch ein bisschen Schatten unterm Hut, auch noch ein paar schwarze, also nicht schwarz, dunkelbraun Schatten in den Haaren selber, die Locken. Dann male ich an den Armen, wo da noch das Meer durchscheint, nochmal mit Blau drüber, beziehungsweise Schatten hier an den Beinen, wo es ein bisschen dunkler ist, wo der Schatten vom Kleid dann auf die Beine fällt. Ach, es war zu dunkel. Die Wellen noch ein bisschen nachbearbeiten, wo der Schaum nicht so kräftig an den Wellen rauskommt. Können wir noch ein bisschen mehr Weiß machen. Das Meer wird halt noch ein bisschen, mache ich jetzt noch ein bisschen heller. Da mit dem aufgeklebten Papier jetzt vom Oberteil, das wird jetzt ein bisschen unförmig, da male ich jetzt noch ein bisschen Blau, da kriegt sie einfach noch ein bisschen bessere Figur. Das male ich auf das Seitenpapier drauf, das geht auch ganz gut. So schaut das Bild jetzt bei mir aus. Ich habe das Kleid ein bisschen kräftiger gemacht als im Original. Kann man machen, wie man möchte. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Man könnte da jetzt auch noch ganz viele andere Materialien mit einarbeiten, zum Beispiel den Sand mit echtem Sand oder Kaffeepulver, getrocknetes oder was auch immer. Wenn man erstmal anfängt, fällt einem ganz viel ein und da kann man auch ganz schön kreativ werden.